aus Start frei. So, Start frei, siebtes Rennen. Jetzt hier linker Tuilerie auf dem Vormarsch. Zwischenzeitlich wurde Isara Dupabré disqualifiziert. 14:09 die erste Zwischenzeit. Fleming Glory innen und außen ja linker Tuilerie. Dann Gilbert Hilperon, das sind die ersten drei. Außen Harmonious Well mit innen Ganivette Belvie. Gefolgt dann von den Love Bureau, zwei Längen zurück. Dann Italo Dovier mit innen Nicole Manatis. Und nach dem Start wieder noch mit relativ großem Rückstand Jolly Di Quattro. Eingangs des Wetzka, der Tilperon knapp im Vorteil gegen außen in La Bureau, dahinter dann Aaron Yuswell, ebenfalls noch mit allen Möglichkeiten. Zielgerade ist erreicht, Gilbert Tilperon, dann Aaron Yuswell in La Bureau, ganz an der Außenseite wird Italo Dovier eingesetzt und greift hier an. Italo Dovier mit Aaron Yuswell, Aaron Yuswell, Italo Dovier, Aaron Yuswell hat schon letztes Mal gewonnen und auch hier gewinnt sie mit Danny Brauer. Aaron Yuswell, Italo Dovier, dahinter Ganivette Belvie auf dem dritten Platz, überrascht hier Gilbert Hilperon, dann Flaming Glory, Anita Tully und Dikon Manatis auf den weiteren Plätzen. 15. Wirklich auffälligen Harmonious Well aus dem Besitz von Feike Wilstra nach dem Erfolg hier im Vormonat. Ganz auch heute gilt dieses Duo. Gratulation. Danny Brauer im Übrigen auch Trainer der Stute. Danny, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danny, du warst jetzt im Winter viel in Frankreich unterwegs. Hast du einen Schwerpunkt auch bei den französischen Pferden? Ja, ich mache gerne nach Frankreich fahren und dann rennen in Frankreich, die immer gut und da hat man natürlich auch viel Geld. So, man muss irgendwie gerne nach Frankreich. Gibt es für Amonus Well, die ist ja schon ein bisschen älter, gibt es da noch Perspektiven in Frankreich oder hat sie zu wenig Gewinnsumme? Nein, er hat genau, das wollte ich gerade fragen, weil sie geht hier immer stark und sie ist, glaube ich, aus dem Feld heraus noch stärker als von der Spitze, oder? Wer hat was gemacht? Alles. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Tag. Liberty Masa hat gewonnen, war zweiter mit Lady Justine. Du kannst mit einem guten Gefühl nach Hause fahren, oder? Ja, das stimmt. Nochmal lecker essen. Gut, ihr jetzt den Applaus bitte für Danny Brauer und Amonus Well.